So, willkommen zurück, Just Cause 1, Folge 6. Und in der letzten Mission ging ja leider die Mission etwas in die Hose, kann man vorsichtig sagen. Ausgestiegen, gestorben, ja, war natürlich so nicht geplant. Jetzt versuchen wir das nochmal. Und mal gucken, ob wir es diesmal besser hinbekommen. Fahren voll auf dich ab. Ah, okay. Aber jetzt lassen wir es mal richtig krachen. Klau einen LKW voll Kuka und bring ihn den Kerl als Geschenk. Jetzt habe ich gedacht, ich muss die ganze Mission nochmal machen. Okay, das dann halt nicht. Soll mir auch recht sein. Dann muss ich halt nur den LKW nochmal entführen. Ich glaube aber, ich mache jetzt den Fehler nicht nochmal, dass ich hier einfach losfahre, sondern ich versuche mich, glaube ich, erstmal Hallo, amigo. den Wachen Hoffentlich zu genießt. entledigen. Irgendwie. Also, ja, mal ein paar. Los, los, los! Mal schauen, wer Bewegung! da alles rumläuft. Werfen Sie Ihre Waffen weg! In Ja, erstmal ein paar von Deckung! den Wachen, glaube ich, ist besser, wenn ich die erstmal wegmache. Vielleicht kann ich da sogar mal das Sniper-Gewehr mal ausprobieren. Obwohl der ja nicht wirklich. Ah, komm. Zack. Mal ein paar entfernen, glaube ich, ist besser. Also. Nicht, dass ich wieder so viel am. Zack. So viel am Hals habe irgendwie. Ja, okay. Ich weiß auch nicht, ihr habt mich gefragt, ob ich aus dem Auto rausschießen kann. Aber da war ich mir jetzt halt auch nicht sicher. Jetzt probieren wir das einfach noch einmal. Werden wir schon hinbekommen. Aber ich kann hier keine Waffen wechseln oder irgendwie Feuer drücken. Das geht nicht. Also ich dachte halt, okay, wenn der so weiterfährst und die so auf dich schießen, kommst du niemals heile an. Ja. Deswegen dachte ich mir, okay, ich steig aus und schieße. Aber ja, das hat nicht wirklich. Vielleicht ramme ich sie einfach mal. Aber die muss ich loswerden. Immer noch. So, diesmal mache ich es aber anders. So, sieht schon anders aus hier. Toll, jetzt ist natürlich die Ding leer. So hatte ich es vorhin eigentlich vor, ehrlich gesagt. Hat natürlich nicht funktioniert. Das war ein ziemlicher tödlicher Stunt, war das vorhin. Aber so ist das nun mal hier. Das ist, ja, alles live. Das ist alles live. Noch so ein Typ. Bam. Absichtlich gerammt. So. Ich werde halt immer wieder aussteigen. Ich meine, vielleicht ist es auch falsch. Vielleicht hätte man auch irgendwie vom Auto ausschießen können. Aber ich werde halt immer mehr wieder. Bam. Nimm das. Immer mal wieder aussteigen und halt die dann wegmachen. So, als sollten sie mich verfolgen. Aber läuft ganz gut. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt arg viel am Hacken habe. Okay, jetzt sind es dann doch ein paar. Hau ab. Hau ab. Boah, ich hänge irgendwie fest an dem. Wie geil ist das denn jetzt? Ich müsste ihn jetzt irgendwie loswerden und weiß nicht wie. Vielleicht an den Bäumen vorbeifahren oder an den Steinern oder so. Oh, meine Kisten. Oh, meine Kisten. Schande, das hatte ich. Ja, so sehe ich das auch. Scheiße, passt. Diese Ausdrücke. Ja, ich werde die aber, glaube ich, erstmal wieder los oder so. Hoffentlich werde ich jetzt nicht wieder überwaltet oder sowas. Oh, meine Gesundheit ist aber eigentlich gerade gesund. Gesundheit ist nicht gesund. Ich krieg's aber auch von allen Seiten jetzt, oder? Bei meinem Glück sterbe ich jetzt wieder. Jetzt kommen die Bullen auch noch. Na toll. Das ist natürlich nicht einfach. Vielleicht mal eine Granate werfen oder so. Ah! Bewegung, Männer! Ja, natürlich ewig aufhalten an einer Stelle ist nicht gesund, weil die Cops natürlich dann auch noch helfen. Socorro, wir brauchen Hilfe! Augen Jetzt hau ich halt einfach mal ab und versuche das nochmal. Also, das waren mir jetzt zu viele Gegner. Also, ich möchte ungern die Mission nochmal failen. Aber mit dem Truck so anzukommen, also, wenn die da drauf schießen und alles und. Naja, frei! Ich werde es einfach mal riskieren, also. Hoffentlich ist das nicht so weit weg, ey. Ich komme hier kaum den Berg hoch. Jetzt hau halt ab. Ja, ja. Zu gut. Fahr zu, du dickes lila Ding. Ich drück auf das Gas, aber er fährt kaum. Also es ist Wahnsinn. Wie sie mich einkesseln. Boah, ehrlich jetzt mal. Hau halt ab. Naja, solange sie mich nicht beschädigen, weil die Beschädigungsanzeige wird jetzt nicht größer, also in dem Moment. Ich fahre jetzt halt einfach mal. Ich walze halt alles über den Haufen, ist mir völlig egal jetzt. Sieht aus wie eine Eskorte. Find mich doch mal.
Also viel Schaden nehme ich gerade nicht, habe ich das Gefühl. Boah, ich kann nicht weiter vorwärts fahren. Ein bisschen tuckelt da was vor sich hin. Tuckel, tuckel. Ach, da ist einer im Weg, okay. Angegriffen ist gut. Vielleicht sollte ich sie ja austricksen und irgendwie abkürzen oder sowas. Aber wenn ich jetzt links runterfahre, wohl, das könnte gehen. Also, jetzt werde ich das mal ganz frech versuchen, hier einfach... Komm, hau ab. Hoffentlich geht das gut. Dann hau ich hier einfach mal so ab. Hoffentlich machen meine Coca-Kisten das mit. Der Truck natürlich da durchkommt, durch dieses Gefilde hier, ist die andere Frage. Aber vielleicht werde ich die ein bisschen los dadurch und kann abkürzen. Den Steinern sollte ich natürlich ausweichen, natürlich auf den Bäumen. Aber es ist natürlich zu starkes Gefälle, dass der Truck da wahrscheinlich nicht mehr hochkommt, oder? Naja, solange er vorwärts fährt, ist mir es egal, solange er nicht stecken bleibt. Weil die Verfolger bin ich so ein bisschen losgeworden. Aber jetzt wird es richtig steil hier, das klappt schon nicht mehr. Also. Naja, war ein Versuch wert. Hoffentlich kippt mir die Kiste jetzt nicht um. Aber ich bin die Verfolger so ein wenig losgeworden, habe ich das Gefühl. Das war gar nicht schlecht. Geht jetzt steil runter wahrscheinlich bei meinem Glück, oder? Oh, das kann ich nicht machen. Nee, das geht nicht. Ah, okay. Jetzt muss ich runter. Er lässt sich nicht mehr davon abbringen. Coca-Kisten. Ich habe die meisten gefangen. Naja, gut. Also kann man es natürlich auch machen. Ich gebe es zu. Das war natürlich jetzt... Ja, bleib da. Nochmal vorwärts. Ja, komm. Da bleiben. Da. Da. Da bleiben. So. Na. Es ist unglaublich, ehrlich. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich hier noch völlig... Dass ich hier noch vernünftig zu Ende fahre. Das ist ein Rest, weil sonst verliere ich die anderen Kisten jetzt auch noch. Das muss nicht sein. Aber ich glaube, sie haben meine Spur verloren, diese lieben Verfolger. Ja, jetzt ist natürlich. Ich muss natürlich auch echt durch den tiefsten Dschungel fahren mit diesem Ding hier. Hoffentlich komme ich bald wieder auf die Straße. Wahnsinn, ey. Kriegen wir hin. Bam. Ja, ist auch nicht ganz klar, welcher Baum jetzt hält einen auf und welcher nicht. Oh, da vorne ist die Straße. Also ich glaube, sie haben meine Spur verloren. Ich meine, so kann man es natürlich, wie gesagt, auch machen. Aber ich muss ja irgendwie ankommen. Also mir ist es ja egal, wie ich das... Wie ich die Mission schaffe, wollte ich gerade sagen, und schon sind sie wieder da. Also, das ist, die lassen nicht los. Ja, ich schaff das schon. Nicht aufgeben. Aus dem Weg, ich kann hier nicht bremsen. Nein, sag jetzt nicht, der hat jetzt wegen dem Unfall mich jetzt da ins Visier genommen. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Wie viele Kisten waren es, wo ich mitbringen muss? 3 oder 4 oder? Ich bin doch fast da, das muss doch machbar sein, Menschenskind. Vorsicht, der ist verrückt. Ja, was heißt hier verrückt? Jetzt freuen Sie sich mal, weil der mich schiebt und schiebt und schiebt. Nicht wieder kippen. Auf den Boden. Boah, ist da was los hier? Vorsicht! Ey, dieser Kopf, der hängt mir jetzt aber auch so am Arsch. Ich glaube, der hängt am Auto fest. Also. Ja, das ist echt der Hammer, ohne Scheiß. Vorsicht, der ist verrückt. Ja, verrückt ist gut, ey. Ich hab's doch fast geschafft, jetzt hau halt ab. Weiß ich, die halbe Stadt oder die halbe Insel hinter mir her, so fühlt sich das an. Ich fahre jetzt einfach, ich bleibe jetzt nicht mehr stehen. Also egal, ob der LKW jetzt Schaden nimmt oder nicht. Komm, vielleicht kann ich den Kopf hier streifen. Ah, vorbei. Ich hab's fast geschafft. Ich bin fast da. Hoffentlich kann ich die Mission dann auch abgeben. Ob jetzt natürlich 3 Kisten ausreichend sind, das weiß ich jetzt nicht. Aber das wäre natürlich genau die richtige Menge dann gewesen in dem Fall. Ich muss jetzt irgendwann nach rüber, also so, jetzt hier. Los, was los, Bewegung! Hau ab. So, jetzt hier. Jetzt in die Garage rein. Mit den Cops, das ist mir dann auch egal. Und? Hat's gereicht? Sprich mit mir. Mein Freund, Signor Alifano, es ist mir ein Vergnügen, ein großes Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Mit anderen Worten, geschafft, oder was? Das war dann aber auch Glück. Mission gemeistert, ach du Schande. Ach du Schande. Puh, also ich glaube 3 Kisten oder was ich hätte schaffen müssen, das waren genau 3. Also das war aber auch eine rasante Fahrt, also. Puh.
Heftig. Gute Arbeit, Rico. Die Guerillas und Rojas sind total aus dem Häuschen, weil du jetzt einer von ihnen bist. Du musst noch ein paar Freunde machen. Auf dem PDA siehst du den Ort des nächsten Briefings. Okay, auf dem PDA sehe ich den Ort des nächsten Briefings. Ein paar Freunde machen. Uffei, das ist aber auch nicht gerade ums Eck. Das ist ja fast am. Ja, ich wollte sagen, am anderen Ende der Insel. Ganz so schlimm ist es zwar nicht, aber ist natürlich schon. Eieiei. Puh. Obwohl, es geht noch. Anderes Ende der Insel ist Quatsch, aber. Es ist. Naja, fahre ich ja schon ziemlich, also. Ich weiß ja nicht. Vor allen Dingen, er sagt. Sie sind aus dem Häuschen und ich muss mir noch ein paar Freunde machen. Also, ich denke halt, jetzt werde ich wahrscheinlich noch ein paar Auftraggeber mehr kennenlernen. Ich habe ja diesen Mafia-Boss wahrscheinlich als Auftraggeber, dann meine Leute an sich. Und ich denke, da ein paar Freunde machen und das nächste Briefing. Ja, also entweder ist das, aber das ist von der Position, ich wollte sagen, entweder ist das wieder meine Station, aber das passt von der Karte her nicht. Oder es ist jemand Neues, denke ich. So, vielleicht so ähnlich wie bei GTA, da gab es ja dann auch, ich weiß die Namen jetzt nicht mehr, aber so F für Franco und M für Maria oder irgendwie so, hatte man dann ja auch auf einmal verschiedene Auftraggeber. Ich denke mal, das ist hier ähnlich. Also, ja, man macht mal nochmal eine Hauptmission, würde ich sagen. Das auf jeden Fall, also in der Folge. Die Frage ist nur, wie gesagt, das ist jetzt mir fast ein bisschen zu weit. Ich versuche jetzt mal Evakuierung. Ich habe jetzt hier zwar keinen Stress, aber naja, vielleicht. Also entweder bringt er mich dann zu meiner Base zurück oder naja, oder zur nächsten Mission, weil das ja praktisch auch die Base hat er ja auf der Karte gar nicht markiert, deswegen, naja. Ich kann hier jetzt nicht alle Folgen mit Fahren voll klatschen. Das gehört zwar dazu, aber. Na, schauen wir mal. Jetzt weiß ich nicht, was mich erwartet, also. Wo er mich jetzt abwirft, aber. Wenn das klappt, könnte man das ja öfters mal versuchen, um einfach, ja, um vielleicht einfach schneller zu den schwarzen Missionen zu kommen. Das wäre nicht verkehrt, glaube ich. Aber jetzt weiß ich nicht, also, wo er mich abwirft. Okay, da ist eine Stadt. Aber ich glaube, ja, doch. Ich bin, glaube ich, genau in der Nähe dieses Ausrufezeichen. Ja, doch. Wasserlandung oder schaffen wir es noch? Naja, fast. Es aber, war aber, glaube ich, eine gute Idee in dem Fall. War, glaube ich, eine gute Idee. Danke! Tschüss! Ja, war eine gute Idee. Weil jetzt sind wir nämlich genau da, wo wir hin müssen. Die Fahrt haben wir uns jetzt gespart. Ich frage mich zwar, ob man das nur ein paar Mal darf, im Großen und Ganzen, aber. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil das ist jetzt hier eine Fischerhütte oder sowas. Also, weiß nicht was oder wer mich hier erwartet, aber das muss jetzt irgendjemand sein, mit dem ich mich jetzt quasi, wie er sagte, auch anfreunden muss. Schauen wir mal. Nee, den kenne ich noch nicht. Der ist neu. Sie haben sich Zeit gelassen. Okay. Passen Sie auf. Fahren Sie zu Velascos Yacht, La Honradez. Er müsste an Bord sein. Ein Frontalangriff wäre also möglich. Ist aber schwierig, hein, Senor? Und keine Fehler. Oder wir sind alle tot. Ich mache keine Fehler, Senor. Aha. Fahren Sie zur Velascos Yacht, er müsste an Bord sein. Aha. Und wer ist das jetzt bitte? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber vielleicht steht es in. Töten Sie Velasco. Vielleicht steht es in der Missionsbriefing-Geschichte. Guter Cop, böser Cop. Sie haben Befehl, Polizeichef Velasco zu eliminieren. Aha, es geht also um den Polizeichef. War jetzt irgendwie komisch, finde ich. Also, Sie finden ihn vermutlich auf seiner Luxusjacht. Sobald Velasco tot ist, bringt sie Kane in Sicherheit. Komisch, also das war jetzt irgendwie ein bisschen zusammenhangslos irgendwie. Also er ist auf dem Boot und da hat entweder was gefehlt, aber da hat vorhin ja auch schon die Sounddatei gefehlt, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt, glaube ich, einen neuen Auftraggeber und der gibt mir den Auftrag, den Polizeichef quasi zu eliminieren. Warum ich das jetzt machen muss, wird jetzt natürlich nicht erklärt, aber puh. Gut, mache ich jetzt halt einfach mal. Ja. Aber im Zusammenhang habe ich das jetzt nicht ganz verstanden. Ja. Eigentlich könnte ich mal die Waffen wegmachen. Irgendwie, das ist jetzt auch nicht ganz realistisch, dass ich immer mit gezogener Waffe rumlaufe. Und schon bin ich wieder im Charakter. Aber ja, ich glaube, die Cops haben vorhin sogar mal irgendwas Willkommen, gesagt. mein So Freund. nach dem Motto, hey, Waffe wegstecken. Also unauffällig ist das ja nicht gerade. Ich habe aber das Gefühl, dass ich, wenn ich auf eine Yacht gehe, natürlich ein Boot brauche. Nehme ich einfach mal das hier. Das gehört zwar nicht mir, aber naja. So.
Mal gespannt, was mich dort wiederum erwartet. Er hat ja mit Sicherheit Leibwächter oder sowas. Stressmusik geht schon los. Also entweder haben sie mich jetzt schon wieder entdeckt oder... Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich springe mal ab und mache... So ist natürlich Abspringen auch gesund. Ich wollte sagen, ich springe mal ab und mache das mal ein bisschen leiser. Vielleicht kriegen sie es ja nicht gleich mit. Oh, da ist sogar eine Schallgedämpfte. So. Die habe ich jetzt auch gleich. Mal vielleicht gleich zücken. So. Mal gucken. Also, vielleicht werde ich ihn nicht gleich entdeckt. Oder sind Mäuse, die da rumstehen? Leicht bekleidete Mäuse und Kellner. Ich glaube, da oben ist der Typ. Jetzt flitzen wir einfach mal hin. Oh, da ist schon ein Bewaffneter. Guten Tag, ich will nur einen Drink. Ich kriege ich, mein Freund. Stirb! Oh! Ja, jetzt muss ich natürlich... So! Und schon kommt Kane. Verdammt, jetzt musste ich am Schluss noch eine laute Waffe nehmen, aber naja. Egal, hau mal einfach ab jetzt hier, würde ich sagen. Einfach flüchten. Meinen Arsch! Also komm, gib ihm! Batsch! Ja, war doch okay. War doch fast wie Hitman. Hin, weg, Wurf, tot und wieder abhauen. Und Gas! Ich bin ganz schön angeschlagen. Ob ich das mal überlebe, weiß ich auch noch nicht. Irgendwie rastet er gar nicht ein jetzt bei dem Heli gerade. Wahrscheinlich zu weit weg. Boah, das wird echt eng mit meiner Gesundheit. Boah, das wird echt eng. Richtig spannend hier. Nein, das war mir klar, dass das schief läuft. Da hatte ich zu wenig live. Ah, Mist. Da hatte ich zu wenig live. Ja, probieren wir gleich noch in der Folge gleich nochmal, würde ich sagen. Ja, da war es das Leben einfach zu wenig irgendwie. Ich bin da schon angereist mit wenig Leben. Vielleicht hätte ich mich mal healen sollen irgendwo oder sowas. Das war vielleicht... Zurück. Schwing deinen Arsch zur Yacht. Wir treffen uns dort. Okay, an der Stelle geht's weiter. Das wird aber auch nicht einfacher deswegen jetzt, also... Ja, komm halt her, dann geht's schneller. Ja. Und Gas. Ab, komm jetzt. Jetzt wird das nichts mehr. Ich halte es einfach so drauf. Ich werde den schon irgendwie erwischen. Ja, das ist eine enge Kiste hier auf jeden Fall. Gut, er hat zumindest aufgegeben, mich zu verfolgen. Hau ab. Und ich mach dich platt. Ja, der ist auch abgestürzt, okay. Hält ganz schön was aus. Jetzt ist der auch weg. Ich kann jetzt auch nicht speziell auf den Schützen zielen oder sowas, weil er das halt immer einrastet. Also, ich glaube, ich nehme lieber den Heli, der ist mehr. Ja, der ist gefährlicher. Der stürzt aber auch schon ab. Ich glaube, diesmal kriege ich es hin irgendwie. Ja, ich hätte mich recken sollen, bevor ich die neue Mission starte. Das war nicht so schlau. Aber er speichert eigentlich sehr fair, muss man sagen. Bums. Ich glaube, ich krieg's hin. Aber das hat mich wirklich ein bisschen verwirrt gerade, also... Das hat irgendwas, entweder hat was gefehlt oder das Spiel hat da ein bisschen... Weil dass er da einfach mir dann gleich vom Polizeichef erzählt, ohne dass ich vorher jetzt Infos hatte, fand ich ein bisschen merkwürdig, aber... Naja. Boah, wie du fährst, treffe ich nichts, Mädchen.
halten was aus. So. Der da hinten geht auch auf, oder? Sieht so aus. Kann ja nicht mehr weit sein jetzt, also 850 Meter, sagt er. Puh. Polizeichef Velasco getötet. Oh mein Gott! Ja, hat wohl funktioniert, offensichtlich. Mission gemeistert. Was lernen wir daraus? Das nächste Mal recken, bevor wir eine Mission anfangen. Ja, gut, speichern will ich und ja, das würde ich sagen, war's jetzt mal für diese Folge. Und dann sehen wir uns in Folge 7 wieder. Tschüss!